Seit Anfang des Jahres gibt es in vielen deutschen Städten Umweltzonen. Aber was bringt diese Einrichtung? Hilft die Umweltzone wirklich gegen die steigende Feinstaubbelastung? Also Umweltzonen sollen ja den Ausstoß der Emissionen reduzieren. Und deswegen kann man a priori nicht sagen, dass Umweltzonen nicht einen Beitrag für die Gesundheit und für die Bevölkerung liefern können. Das Gebiet am Neckartor in Stuttgart hat die höchsten Feinstaubwerte in ganz Deutschland. Das liegt aber auch an der Tallage der Stadt. Ähnlich hoch ist die Belastung an der Landshuter Allee in München, einem Teil des Mittleren Rings. Hier wurde deshalb seit dem 1. Januar der Schwerlastverkehr ausgesperrt. Lieferanten und in München zugelassene Lkw sind aber nicht betroffen. Trotz dieser Maßnahme, die ja schon die großen Verursacher ausschließt, wird die Umweltzone im Oktober 2008 in München eingerichtet. Aber sind die Autofahrer die einzigen Verursacher des Feinstaubs? Im Moment ist es so, dass allein sich die Situation auf den Verkehrsteilnehmer fokussiert, dass der als derjenige dargestellt wird, der Verursacher dieses Feinstaubs ist. Dabei verursachen Haushalte, Privathaushalte, Industrie und auch der Luftverkehr, wie auch immer, verursachen auch Feinstaub und die sind bisher nicht mit einbezogen. Und der Autofahrer ist der Einzige, der hier jetzt mit zu einer Reduzierung beitragen soll, wobei vielfach zum Beispiel in Berlin gar nicht zu erkennen ist, dass hier eine Reduktion des Feinstaubs erfolgt. Es bleibt also nichts anderes übrig, als sich eine Plakette zu kaufen. Die Feinstaubplaketten bekommt man zum Beispiel beim ADAC. Einfach den Kfz-Schein vorlegen und man bekommt die entsprechende Plakette. Die grüne Plakette macht einem bis auf Weiteres den Weg in die Umweltzone frei. Wie lange man mit der roten und der gelben Plakette noch in die Innenstädte fahren kann, ist von Gemeinde zu Gemeinde völlig unterschiedlich. Fein raus sind die Besitzer eines Oldtimers mit H-Kennzeichen. Die sind deutschlandweit für die Umweltzone zugelassen. Alle anderen müssen draußen bleiben.